Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin Irena und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wer das erste Mal schaut mich oder sowas. Das ist Tagesbotschaft. Ihr erinnert euch, war zuerst 3, dann war 2, jetzt 1. Das ist nur vorübergehend. Danach werde ich schauen, dass ich wieder 2 lege für euch zum Auswahl. Nur momentan die Rauhnächte sind da. Aber dadurch, dass ich habe mir Weihnachtszeit ein bisschen Auszeit, Ruhezeit gegönnt habe. Danke, meine Lieben. Ihr wart so lieb. Und darum wird nur so, weil wenn ich das jetzt beim 2 Stapel lesen muss, diese Dinge, das wird zu lange dauern. So, meine Lieben, jetzt schauen wir Energien, was ist Interessantes am heutigen Tag ist. So wie aussieht, alles liegt in deiner Hand, aber Energien sind ruhig, Nehmezustand, erdige Energie, das heißt harmonische erdige Energie. Hier gibt es keine Luft, kein Schwert, nichts. Hier ist alles ruhig, alles übrigens sogar materiell sehe ich hier. Das heißt, könnte auch Geschenke sein, zum Beispiel. Und alles ist in deiner Hand, wie du dir gestaltest. Schätze übrigens, schätze Kleinigkeiten, schätze kleine Dinge, kleine Geschenke. Schätze die Kleinigkeiten, die am täglich du damit zu tun hast, alltäglich. Und dann, glaub mir, von klein kannst du größeres etwas erschaffen. Details sind hier, so wie aussieht, in Liebe, endlich kommt zum, wer verliebt ist, wo, bei wem ist die Liebe auch Thema, ist nicht nur materielle Dinge, weil ich sehe hier materielle, alles in Ordnung hier. Hier ist nichts, wenigstens mehr Karten zeigen nichts, alles ist in Ordnung. Einigermaßen ist harmonisch stabil. In der Liebe endlich öffnet sich etwas. Endlich Durchblick in Liebe. Endlich dein Herzensmensch wird sich äußern vielleicht. Mal schauen, was heute Nachmittag wird. Und wie du handeln sollst. Ich sehe übrigens, dass du irgendwie gehst ihm aus dem Weg. Dir ist alles zu viel. Zu viel des Gutes. Wieso gehst du ihm aus dem Weg? Das verstehe ich nicht. Kann sein, er ist zu streng mit dir oder du bist zu streng mit ihm. Kann sein, du ziehst die Maske. Zieh die Maske ab. Oder, wie soll ich sagen, schau ihn genauer an, dein Gegenüber. Ich sehe hier dein Gegenüber. Schau dir genauer an. Aber ich sehe, das ist jemand übrigens, will diese Liebe nicht. Haut ab, sogar mit einem Kind in Arm und haut ab. Jemand könnte schwanger sein übrigens. Und will ihm nichts sagen oder sowas oder hat gesagt und er war nicht so glücklich und dann bist du abgehauen, meine Lieben, was ist das? Irgendwie so sehe ich die Situation. Aber finanziell für alle anderen, finanziell, wer ist im Resonanz mit dieser Legung? Finanziell hier ist super alles, alles harmonisch, alles ist ohne Hin und Her. Alles liegt in deiner Hand, wie du, wie soll ich sagen, für manche ist 1000 Euro, ohoho, wie viel, und für andere 1 Million ist zu wenig. Versteht ihr, was ich meine? Hier, wie du schätzt, wie groß ist für dich materielle mindestens, Minimum. Ja.
So, jetzt die Rauhnächte-Orakel. Öle, Räucher und Duftstoffe. Übrigens, ich habe ein bisschen mich mehr erkundigt, was sind Rauhnächte. Das sind die heiligen Nächte, die stille Ruhe, aber unsere, das ist zwischen Sonne und Mond, Mond und Sonne Zeit, Jahreszeit irgendwie wechselt sich. Und in dieser Zeit unsere Ahnen, die Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden, Gewalt, Tod oder noch irgendwo, und die sind nicht in Todeswelt gegangen, die sind jetzt in dieser Zeit sehr aktiviert. Was können wir machen? Räuchern, Dufte, alles das, Kerze auf jeden Fall. Übrigens, ich habe gehört, gelesen, dass Kerze, wenn du, manche feiern das am 21. Dezember, andere ab 24. oder 25. Manche bis 1. Januar, die andere bis 6. Januar. Das ist hier Unterschied. Wie sagt man, jeder, so habe ich gelesen, jeder macht nach seinem Gefühl, wie er denkt, was ist richtig. Aber das sind 12 Nächte. Und wenn du eine Kerze anzündest, die soll brennen, diese Feuer, was du anzündest, alle 12 Tage, darf man nicht unterbrechen. Das heißt, wenn du siehst, dass es schon fast vorbei ist, nimmst du nächste Kerze und zündest von dieser Kerze an die nächste Kerze. Das ist sehr wichtig, dass diese Feuer alle 12 Tage wird nicht unterbrochen. Meine Lieben, ganz ehrlich, ich habe mich nur ganz bisschen, ich habe sogar, mein Freund hat ein Buch darüber. Nächstes Jahr werde ich euch etwas mehr darüber berichten. Dieses Jahr, ich lasse mich selber so überraschen, weil für mich das ist alles neu. Ich lebe schon in Europa über 20 Jahre, aber ich habe darüber noch nie gehört. Und jetzt Öle, Räucher, Duftstoffe. Zeit zum Verwöhnen. Du hast es dir verdient. Versteht du? Diese Ruhephase sollt ihr euch gönnen. Darf man, wie sagt man, sich zurückziehen? Ist wichtig, sich zurückziehen, auf sich selbst konzentrieren, an unsere Ahnen denken und so weiter, versteht ihr, an unsere Verwandte, Bekannte, die verstorben, die wir haben nicht mal gekannt, für die diese Räucher, diese Kerze anzünden. Räucherstoffe, Gewürze, Öle und Duftstoffe sind mit bestimmten Schwingungsebenen und Sphären des Lichts verbunden. Lade deine Räume dich und andere auf. Gönne dir eine Massage. Mache dir einen wohltuenden Tee. Verwöhne dich und andere im Rausch der Sinne. Verwende dabei all das, was dir Kraft gibt, dich nährt und erfüllt. Nicht umsonst habe ich gesagt, erdige Energie, harmonische. Beachte Körper, Geist und Seele. Möglich ist zum Beispiel Rose, Herz öffnend, Lady Nada. Lavendel reinigend, beruhigend, Lilie reinigend, Meister, Heilige. Weihrauch, Segen, Nardenöl, Maria Magdalena, Lotus, Queen, Jin, Buddha, Jin, Yan, In vielleicht, Jin, Yan, In. Weicher Geschmack kommt dir jetzt sofort in den Sinn. Welche Kraftmischung begleitet dich im neuen Jahr? Welchen Duft möchtest du jemand anderen schenken oder mitgeben? Ich säge, heile und lade mich und meine Räume mit übersinnlichen Fähigkeiten und Lichtwesen auf. Meine Lieben, nehmt euch Zeit, wirklich, das lohnt sich. Wisst ihr wieso?
Ihr habt schon das gesehen, gemerkt, ich habe hier so eine Kugel. Das ist ein Naturstein, Shungit, glaube ich. Ich habe das jetzt gekauft, meine Lieben. Ich weiß es nicht, die erste Nacht war, ich weiß es nicht, Stille. Ich kann besser schlafen. Ich habe gelesen darüber. Leider jetzt habe ich nicht. Nächstes Mal nehme ich und lese euch vor, was das bedeutet, dieser Stein. Nächste Tagesbotschaft. Heilt, regeneriert, aktiviert. Meine Lieben, so viel. Ich werde euch das vorlesen. Das sind nicht viel, braucht man nicht viel reden. Aber harmonisiert die Energien im Haus. Und alle, die zum Beispiel mit Spiritualität zu tun haben, mit verschiedener Energie, mit Kundschaft, die brauchen das unbedingt. Glaubt mir, ich habe das schon ausprobiert. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und heute am Abend kommt, oder Nachmittag, kommt eine Liebesbotschaft. Was möchte dein Schatz dir heute sagen? Alles Gute, alles Liebe, meine Lieben. Einen wunderschönen Tag. Bis später. Tschüss, Papa.